Hallo und willkommen zu diesem kurzen Video. Heute möchte ich dir mal einen kleinen Hack zeigen, wie du deine Facebook-Copies verbessern kannst, indem du die Schrift oder Teile der Schrift, Schriftzüge, Wörter oder Überschriften fett machen kannst. Denn normalerweise siehst du, ja, ich befinde mich jetzt hier bei mir in einem meiner Werbeanzeigen und normalerweise sieht das ja so aus, du kannst einfach die Schrift nicht verändern bei Facebook. Und ja, ich zeige dir, wie du das trotzdem machen kannst. Dazu brauchst du ein Tool. Dieses Tool, was ich dir jetzt zeige, ist kostenlos, nennt sich lingogem.com/Facebook-Fonts. Du kannst es hier oben auch nochmal sehen, hier im Browser. Das solltest du eingeben und dann landest du auf dieser Seite. Und jetzt kannst du Folgendes machen. Du kannst hier deinen Text eingeben. Du kannst jetzt hier etwas reinschreiben oder du kopierst es aus der Werbeanzeige raus, das mache ich jetzt mal und dann können wir die Schriftform hier etwas verändern. Und ich kopiere mir jetzt mal diesen Abschnitt raus und zwar hier diesen. Dann muss ich das nicht schreiben. Gehe jetzt rüber in die Seite und kopiere das hier rein. So, und jetzt bekommst du hier Vorschläge. Du kannst nicht alles so machen, wie du möchtest, aber du kannst es auf jeden Fall deutlich verbessern. Die Vorschläge, die jetzt hier oben sind, sehen natürlich nicht besonders gut aus. Aber wir können das natürlich hier weiter runter scrollen. Und dann können wir schauen, welches wir davon verwenden können. So. Und hier haben wir schon etwas, also was in Frage kommen würde. Ich würde mich für dieses entscheiden. Das würde auch noch gehen. Nicht für dieses hier oben. Das sieht so ein bisschen, nicht so gut aus. Dieses ist besser leserlich. Und ja, schauen wir mal noch weiter runter, aber ich glaube, wir werden dabei bleiben. Ja, das andere ist alles hier gespieltes, was wir hier für meine Werbeanzeige nicht gebrauchen können. Also, ich bleibe jetzt mal dabei. Wir nehmen dieses hier. Ich kopiere mir das jetzt hier raus und gehe dann rüber in die Werbeanzeige und nehme das, was ich jetzt gerade hier rauskopiert habe, raus und mach mit Steuerung V das neue rein. Und wie du siehst, ist das jetzt fett gedruckt. Ja, also hiermit habe ich mit diesem Tool habe ich die Möglichkeit, meinen Text aufzuwerten. Also erstens, es ist optisch besser, es fällt besser auf für den User und du hebst dich mit deinen Anzeigen etwas von der Konkurrenz wieder ab. So, das kann ich jetzt mit dem ganzen Text hier machen überall. Ja, was ich anders haben möchte, ich nehme jetzt mal noch das hier, das hätte ich auch gerne noch fett und gehe wieder zurück zu Lingogem, nehme das jetzt hier wieder raus und wähle jetzt natürlich wieder für meine Anzeige. Also das meiste davon hier wirklich sieht aus wie gespielt, aber würde ich nicht nehmen, aber es sind natürlich auch Dinge bei, die ich jetzt für mich gebrauchen kann. Ich nehme wieder jetzt mal dieses hier, genau dieselbe Schriftart wie vorher. Und gehe wieder auf Kopieren, gehe wieder in meinen Werbeanzeigenmanager, nehme das weg und Steuerung V. Und du siehst auch, das ist jetzt so. Und so kann ich den ganzen Text jetzt durcharbeiten und habe dann die Stellen, die für mich wirklich wichtig sind, damit sie der User sofort sieht, die mache ich dann alle fett und diese fallen dann halt besser auf. Okay, das war's in diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dazu findest du natürlich hier einmal den Reiter-Button oder wenn du auch die Glocke aktivieren würdest oder mir einen Daumen nach oben gibst. Bis dann, bis zum nächsten Video.